Aber jetzt mal so an alle, die jetzt auch gespielt haben, New World. Ne? Außer uns beiden jetzt auch noch. Was ist eure Meinung? Werdet ihr es spielen? Habt ihr Bock drauf? Lassen wir erstmal die Damen, Herren und Damen im Chat reden, Marek. Vorher. Das ging ja zügiger als erwartet. Natürlich, nachdem du nun erstes Licht kennengelernt hast, bleibst du Königsfels hoffentlich weiter treu. Der Fürstenaufgang wird stets den feinsten Teppich für dich ausrollen. Auf wie vielen Servern? Also aktuell kannst du... Server kann man Charakter haben. Auf aktuell, also hier waren es glaube ich jetzt 4, ne? 4 verschiedene. Du kannst halt pro Server nur ein Char haben. Und du musst halt auch gucken, manche Server, die du darfst glaube ich auch nur einen mit der gleichen Endung haben, ne? Mit der gleichen Ecke auch. Weil ich wollte nämlich auf einen anderen Server gehen und da stand dann hinten aber die gleiche Endung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das für das Startgebiet ist oder für die Zone, wo du startest. Auf jeden Fall konnte ich nicht zweimal in der gleichen Zone starten. Zipfelzwick. Ja. Welche Taste war die Schnellreise ohne Stein? Oh, welche war das? Z? Keine Ahnung. Nee, Z war Zeltlager. Ich gehe mal auf der Karte. Direkt mit. Ja, ich mache auch mal auf der Karte. Optionen, Tasten. Tastaturbelegung. Beute, Verteidigung, vor also die Emotes. Angeln. Gute Frage. Achso, jetzt wird gekämpft, ne? Ne, verdammt ist Inversion wurde angekündigt. Sonntag. Guck mal, da sind sogar noch 3 Gebiete nicht kontrolliert da oben. Kommt man da überhaupt hin? Ich weiß oder nicht. Sind die nicht, glaube ich, eher nur es kann nicht Zeit beansprucht werden, ja. Steht dran. Geht nicht. Du kannst ein Haus kaufen. Hier, du kannst die Aufbewahrung auch über die Gebietsbelohnung. Hier, erhöht Aufbewahrung um 25. Ja. Hab ich doch gesagt, dass es hier drüber geht. Ja, war ja auch schon mehrfach gemacht. Ja, weil vorhin sagte jemand nie. Schneller sammeln ist auch immer gut. Ja, das habe ich beispielsweise überhaupt nicht drin. Außer wenn ich nur. Also ich habe 2 oder 3 Mal, glaube ich, alles genommen. Weil Marken irgendwie erhöhen, weil ich eh kein PvP mache. Brauche ich nicht Marken erhöhen. Ausrüstung.
Sollen wir eben ein Bild machen noch? Okay. Ich stehe hier auf der Treppe. Tana steht auf der stillen Treppe. Genau. Das wird doch mal ein schönes Bild. Zogi, wolltest du auch noch herkommen? Königsfels. Und warten wir eben noch auf Zogi. Weil wenn Olli... Also diejenigen, die jetzt noch online sind, wir sind im Königsfels aus der Gilde, dann machen wir noch ein schönes Bild zum Abschluss. Dann warten wir. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen snacken. Marek, ne? Dann haben wir wenigstens mal ein paar Gildenmember auf dem Bild. Die dürft doch gerne mal kurz einloggen, wenn ihr wollt. Die Hobbylosen. Ja, weiß ich nicht. Gildensuche jetzt für die. Nur für die Beta für die letzten zwei Tage. Weiß ich nicht. Ja. Bringt nichts. Deswegen, also ich bin ja auch kein Freund von diesen Hardcore-Beta-Grinds, ne? Weil, ganz... Ich mag, bin ja, gehöre ja zu denen, die sich halt noch ein bisschen Spielspaß für... Da musst du hinlaufen. Ja dann, los! Deine Waffe leuchtet. Ja. Ist das von diesen Perks, die man da einbauen kann? Das ist eine Fähigkeit. Man macht quasi extra Schießpulver rein, dann macht das mehr Schaden. Ah. Sowas gibt es auch für den Bogen, Durchschlag. Durchschlagend oder so heißt das. Ja, wir sind ja noch ein paar Minuten hier. Ne, Marek, dann sollen sie mal eben noch rankommen. Hier kannst du wenigstens in der Stadt schießen, ohne dein Kopfgeld zu kriegen. Hast du eigentlich mal ausprobiert, wie das ist, ob man NPCs kann man glaube ich noch nie angreifen in der Stadt, ne? Nö, 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 glaube ich nicht. Nee, kann weit werfen, ne? Bringt die Falle denn viel? Hält den Gegner für 1-2 Sekunden fest. Wenn das hat ja genug Zeit, um halt einen Kopf zu schießen. Und im Zweifel sind das vielleicht 2 Schützen oder 3 und dann ist der Gegner tot. Okay. Alternativ muss ja nicht unbedingt nur Muskete sein. Es kann ja auch sein, dass dann 2 mit dem Bogen hantieren. War am Überlegen, mal wieder in Steam vorbeizugucken. Hab jetzt wieder deinstalliert. Ach, Lady. Dann kannst du ja nie einen Spieletest mit mir machen, wenn du Steam nicht auf dem Rechner hast. So wie heute. Ich hab das andere Spiel ja auch noch, was wir testen müssen. Die Sonne verschwindet. Ja. Ah, gleich stehen wir schön unter Fackeln. Das Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. Du weißt wieder dein Passwort? Das ist doch super. So. Für all diejenigen, die jetzt nochmal reingekommen sind. Nachts ist kälter als draußen. Danke für die Info. Weißt du Bescheid, ne? Nachts ist kälter wie draußen. Ja, ein Kack am Steh ist auch Blume.
Wie war das jetzt eigentlich zum Release? Gibt es dann auch gibt's deutsche Server? Glaube ich nicht. Nee, ne? Mit Europa-Server eben, ne? Ja, ich denke mal, ja. Also, ich glaube, das wäre der größte Fehler, wenn sie die Server durch Sprachen. Ja. Wenn denn eher lieber vielleicht Gebietschat, der nochmal extra unterteilt ist, eine Sprache, dann kannst du es auswählen, so wie in ESO beispielsweise, dass du einen Deutschen hast, einen Französischen, Englischen, Russisch, Chinesisch und so weiter und so fort. Ja, ich denke mal, du kannst ja das ja auch einstellen, dass du manche Chats auch nicht siehst. Ich meine, du musst ja zum Beispiel den Hilfe-Chat kann man sich ja auch ausstellen, zum Beispiel. Ja. Ja, aber momentan ist halt der Gebietschat nur Gebietschat und nicht Sprachchat unterteilt. Also zumindest habe ich das nicht gesehen, dass das jetzt geändert wurde mal. Weil im Endeffekt, die wissen ja nicht, wie viele Spieler das sind. Nachher. Ja, viele haben ja damals zurückgegeben, weil sie sich ja auch gewagt haben, wie andere zu sagen, hör mal, das ist noch nicht fertig, wir haben noch nicht genug zu zeigen. Wir nehmen uns die Zeit. Und dann haben wir auch noch Corona. Da waren ja so viele Leute sauer. Ich weiß nicht, was die erwarten. Spielefirmen sind genauso Firmen wie andere auch. Die sitzen auch alle nicht im Büro. Erstmal alles auf zu Hause umstellen, das dauert ja auch. Ja, und ich find's auch besser, wenn sie das Spiel noch ein bisschen mehr entwickeln, anstatt dass es das nachher Rotze ist. Ja, geht's jetzt, Lady? Lady hat gerade die Golden Armor Drop gekriegt. Aber ich fand's lustig, dass ich nochmal über Twitch einen extra Drop gekriegt habe. Dass man halt durchs Zugucken auch nochmal das Spiel, so einen Beta-Code gekriegt hat. Naja, Lania hat sich gefreut. Warte mal. Zugi, du bist direkt hinter uns. Da hinten läuft er. Da ist er. Da ist Zugi, gucke mal. Alter! Text da im Bild. So, warten eben noch auf die anderen. So, Olli ist noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob Leilania auch spielt gerade. Konnte man das Interface ausstellen, weißt du das noch? Ich glaube Alt und H war das. Ich will mal gucken. Ja, Alt und H. Alt H. Gut. GZ Lady, GZ. Was? High Level Dutchess Killing Load? Ja, aber das ist ja normal, dass dann, ne? Das wird immer irgendwo sein. Das Einzige, was sie da machen können, ist halt, dass ab einem gewissen Level, wenn du zu groß wirst, keine, so wie in WoW, du kriegst halt keine Ehre mehr, ne? Wenn du als großer Kleine wegmetzelst. Ja, aber dafür hast du ja auch die Möglichkeit, PvP auszuschalten. Und da werden sie wahrscheinlich auch irgendwas später noch machen. Was machst du denn, Leilania? Warum bist du denn im Krankenhaus? Oder ist was mit dem Kleinen? Oder mit dem Großen?
Zog ich halt auch eine Waffe. Das sieht aus, als hätte ich Wachen um mich rum. Olli ist da! Hey Olli! Olli ist genau hinter mir. Wollen sich die beiden mit den Waffen außen hinstellen? Weil das sieht doch, glaube ich, schicker aus, wenn ihr mit den Waffen da außen steht. Olli, komm mal zu mir. Einmal. Ich kann ja mal ein bisschen höher gehen. So. Und dann ein. Gucken wir mal. Wie war das Altar, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Leute nicht mehr alle. Müssen wir mal gucken. Ja, ja, das ist ja wie im WoW, da gucken sie ja auch immer alle. So, wie war denn hier? Ich mach mal so. Über Steam. So ein paar Perspektiven. Warte mal, da rennt gerade einer hinter uns her. So. Olli, ich sehe schon, du hast Stab, ne? Olli hat Bock auf Stab. Jetzt dreht sich Zogi auch noch um. Zogi. Ey, ich muss immer warten, bis die. Genau. Lass mal die Waffen ziehen. Zogi, wenn du noch ein Stückchen weggehst, dann sieht man, du hast ein Gewehr in meiner Waffe. Oder. Genau, oder so. Ja, jetzt kannst du ein Stück wieder. Ein Stück zurück. Warte. Die Leute weg sind. Jetzt portet sich genau vor uns einer. Sekunde. Alter. Geh mal aus dem Bild, Mann. Fotobombe hier. Kannst gerne sitzen bleiben, aber ein Stückchen weiter raus. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Da guckt gerade jemand zu, glaube ich. Noch ein Stückchen. Na nun. Ich bleibe jetzt so lange stehen. Ansonsten können wir auch in mein Haus so was machen. So sollen wir mal in dein Haus gehen? Komm, wir lassen uns mal zu Mareks Haus. Marek, wo ist dein Haus? Folgen Sie mir. Alle folgen. Ich weiß nur nicht, ob die vielleicht auch in der Gruppe rein müssen, damit wir in derselben Phase sind bei meinem Haus. Ja, warte, ich lade euch gleich mal ein. Online. Ach, Olli, du bist doch gar nicht in der Gilde. Doch, eigentlich habe ich einen. Olli hat die Gildeneinladung gar nicht angenommen. Ja, das kann sein, aber ich habe ihn eingeladen. Ich weiß halt nicht, wo du ein Boot. Ha? Ein Bild machen möchtest. In. Boah, sie ist doch in der Gilde. Aber sie ist nicht online. Stimmt, du bist in der Gilde, aber du bist nicht online angezeigt. Ich hab dich mal in die Gruppe eingeladen, Olli. Damit du mit ins Haus kannst. So, jetzt kannst du nämlich hier als Mitglied betreten. Und dann sehen wir nur uns, wie er hier. Also auf jeden Fall stehen die Leute nicht bei nächster Zeit immer hier davor. Ja. Das ist, glaube ich, die zwei. Kommt. Ich weiß nicht, wo wir Pfoten machen wollen, aber. Wollen wir es hier auf der Terrasse machen, neben den Karnickel?
Wie waren die Emojis? Wie waren das? Oh, da fragst du mich jetzt was. Ich weiß es nicht mehr. Komm, die blauen Kaninchen müssen mit drauf. Guck mal in Einstellung mal rein. Steuerung. So, ich mach mal eins so. Da. Sollen wir da mal ein bisschen zusammenrutschen vielleicht noch? Ich meine, die anderen sehen uns ja nicht, was wir hier machen. Ich finde halt meinen. Oh, guck mal, Marek sitzt. Wie war das mit dem Hinsetzen? Ich glaube. Ah, ich habe das. Das war ein Emoji. Ich habe bei mir das umgesetzt auf 0, die Tasten. Er sitzt, guck mal. P. Warte. Ah, Emoji sind auf P. Bizeps, Augen auf. Hinsetzen. Ja, hinsetzen ist auch nett. Oh. Nee, das war Windows. Ah! Eins zu weit. So, Marek, du, wenn du dich jetzt noch passend in die Reihe setzt, dann... So. Ist doch hübsch, oder? Und die Bunnies gucken auch in die richtige Richtung. Besonders geil ist ja, Bunny ist ja unser Gildenwappen. Schön. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch Honky, aber Honky ist nicht da, glaube ich. Also ich lass mal eben so stehen, wenn die anderen auch noch ein Bild machen möchten. Denkt dran, die Beta geht noch bis Dienstagmorgen, glaube ich, ne? War das nicht sogar bis 23:59 Uhr? Also ganz genau. Oh, da bin ich natürlich aufgesch... Yes. Ich wollte mal gerade gucken, ob Leilania noch was geschrieben hat. Es ist nichts mit den Kindern, auch nichts mit meinem Mann. Ich selber bin im Krankenhaus, hab die Mann... Die Mandeln! Ja, dann hoffe ich doch mal, dass die dir genug Eis gegeben haben. Sollen wir noch eine Runde tanzen? Wenn wir schon mal bei Marek auf dem Hof sind, können wir ja auch ein bisschen feiern. Das kann ich ja rausschneiden. Tanzen, tanzen, tanzen. Ich glaube, ich muss erstmal aufstehen, ne? Ja. Da ist Tanzen. Wow. Ich führe gerade einen Stepptanz auf. Jetzt fehlt nur noch, dass Marek mit der Knarre unter meine Füße schießt, ganz ehrlich. So schnell kann man leider nicht schießen. Noch von wem? Tanz! Tanz! Was auch schön ist, man kann mit so viel Möbeln interagieren. Hm? Aber nicht mit der Tür. Ja, Marek, lass die Puppen tanzen. Ich sehe schon, wir werden Spaß haben. So. Noch ein paar Bilder machen.
So, ich glaube, es reicht. So, Kinders. Sieht der uns da vorne? Ich dachte, eigentlich sehen dürfen wir uns doch gar... Hä? Also es steht da, wir sind unsichtbar. Es kann sein, dass wir trotzdem sichtbar sind. Aber der kommt ja nicht zu uns rein, das geht nicht. Wenn ich da jetzt Hallo sage, sieht er mich? Weiß ich nicht. Der dürfte mich ja eigentlich nicht sehen. Oder? Eigentlich dürfte der... Wahrscheinlich hat er wegen dem... Oder? Also eigentlich dürfte er dich nicht sehen, also. Hör mal! Kann man die streicheln? Weiß ich nicht. Das eine Bunny hat hier ein Zeichen auf dem Kopf. Ja. Oh. Oh. Zogi! Bunny streicheln! Oh. Olli, wollt's auch mal Bunny streicheln? Ich muss mal wieder. Ich möchte mein Interface wieder haben. Hallo. Ah, jetzt. Nein, nicht töten. Steck die Waffe wieder weg. So. Kann man streicheln, Olli? Jetzt weiß ich auch, warum Marek die vom Haus hat. Hat er einfach zu kuscheln. Und die reden nicht für Blödsinn. Und die kann er nicht töten. Ja, wo ich letztes Mal im Shop geguckt habe, waren nur die Löwen drin, ne? Ja, die waren anfangs drin. Er hat wahrscheinlich nur geguckt, wem das Haus gehört. Ist schon geil, machst du hier eine Party drin und keiner sieht dich. Das ist etwas. Massiv riesen Gaudi und keiner. Und die Leute stehen vorm Tor. Schönes Haus. Wie war das? Der mit dem größten Haus wird immer als Besucherhaus dargestellt, ne? Ja, der höchsten Punktewert hat. Die anderen haben alle nicht wirklich eingerichtet. Oh, hallo! Papa Manolia, dankeschön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Archäologe ist dein Titel, ne, Zogi? Olli, ich habe übrigens Bescheid gesagt, wenn New World dann rauskommt, da werden wir uns dann vorher nochmal, oder ich werde nochmal eine Abstimmung, oder wir werden uns darüber nochmal vorher unterhalten, welches Bündnis wir dann nehmen. Ja. Marek, kannst du vielleicht, du dann vorher nochmal schreiben, welche Vor- und Nachteile die haben? Dass wir das dann nochmal zusammen formulieren und dann posten. Ne? Ja. Weil, damit die Leute auch einen Überblick haben, was die anderen können. Ja, ich fände schon gut, wenn wir alle zusammen wären. Ich meine, wir können auch zur Not auch die Fraktion auch irgendwann mal wechseln. 120 Tagen kann man ja in die andere Fraktion reingehen. Kannst du die Klamotten dann noch tragen, die du gekauft hast? Das weiß ich nicht.
Das wäre halt die Frage. Ja, Zogi, lass uns, wir gucken dann. Wenn es dann soweit ist. Und dann. So wie es aussieht, will Olli heilen. Marek? Okay. Okay. Ja, die hat einen Lebensstab in der Hand. Nö. Ich finde auch ganz komisch, wie die sich hinlegen ins Bett. Hm? Hast du dich gerade hingelegt? Naja, ich finde es ganz komisch, dass man so. Ja, du siehst aus, als wenn du sagen würdest: Oh Gott, was mache ich hier? Außerdem hast du gerade Zuckungen. Olli, wir brauchen deine Heilkünste. Marek zuckt. Also mir zuckt nichts, bei mir ist alles okay. So. Du kannst es sogar hier auf den Teppich hinlegen. Den Twitch-Drop. Boah, bin ich erschöpft. die, wenn du die, weil, hast du dein Konto mit New World verbunden? Dann findest du die oben in deinem Fenster. Unter Benachrichtigung oder halt, wenn du auf deinen Kanal, Twitch-Kanal gehst, dann hast du ja rechts an der Seite normalerweise irgendwo auf Drops stehen. Hallo? Ach, da ist SK. Hallo? 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 Was machst du da? Was denn? Was hat er wieder? Keine Ahnung, Lady. Warum du einen Drop hast, wenn du nicht verbunden bist. Na, die werden, also du kannst die so holen, bis du sie bekommst die, aber um die halt die Sachen zu nutzen, müsstest du halt die verbinden. So, ich habe auch gleich aufgegessen. Weil das hier die Beta ist, Olli. Ich glaube, den Skin kriegst du erst in einem Vollgame. Weil ich sehe den bei mir nämlich auch nicht. Ja. Du siehst ihn auch nicht, Marek, ne? Nö, den sehe ich auch nicht. Ich habe den nämlich auch schon. Da ist ein Level 12er im Krieg. Ja, lass ihn doch. Lass ihn doch gucken. Das ist eine Beta, mein Gott. Oder? Ja, vor allen Dingen, du kannst ja trotzdem super viele Fähigkeiten drin haben. Hat ja nicht irgendwas mit dem Level zu tun. Und ich denke mal, dass bei PvP garantiert, weil du halt ein Eckerfahrer bist. Wieso? Sprechen. Ich denke mal, dass du, wenn du im PvP aktiv in der Krieg drin bist, dass du da entsprechend auch angepasst bist. Dass du verhältnismäßig genauso viel Schaden machst. Ich kann mich gar nicht anmelden, oder 25. Aber die reden, glaube ich, auch gerade über Weltboss. Und den Stadtkrieg. Da brauchst du dich, glaube ich, nicht extra für anmelden.
Die bilden ja auch so Gruppen. We need to kill. Ich hätte was falsch eingestellt, aber ja, momentan spiele ich gerne hier. Ja, kein Problem. Ich bin in so vielen Spielen Heiler, ich muss das hier nicht auch noch sein. Ja. Guck mal hier, da hat der eine auch gesagt. Ist schon richtig, aber das hier ist eine Beta, also lass die Leute die Sachen austesten. Bin ich für. Ist doch kackegal, wie groß das der kleiner ist. Das ist, wenn die Beta schon so hart ernst nehmen, ne? Hauptsache, sie haben reingebracht, dass man... Naja, Zugi, das sind deine eigenen Tiere, die du da hinsetzt. Genau, ich wollte da nochmal in den Shop gucken. Oh nein, ich habe das Haus verlassen. Wo war denn das hier? Genau, L ist nämlich verlassen. Shop. Hier, dieses Obhut auf Schicksalshautset. Das haben ja derzeit viele. Sag mal, haben die das Gold erhöht? Jo. Ich habe jetzt 50.000. Letztes Mal waren es noch 28. Das Schöne ist, dass du wirklich nur. Kosmetische Sachen hier kaufen kannst. Das finde ich okay. Mach das, Lady, mach das. Oder wie seht ihr das? Ja. Na, also ich habe da kein Problem mit, wenn man so einen Shop... Ich meine, du kannst auch Farbe kaufen. My Wayne, ne? Dann kauf dir halt Farbe für echt Geld, wenn es sein muss. Und du keine Lust hast zu farmen oder ins AHA zu gehen. Das sieht aber lustig aus, das Set. Komm, ich kauf mal. Ich will mir das mal angucken. Und wo kann ich mir die jetzt? Kann ich die einfach anziehen? Das weiß ich nicht. Also Skills habe ich nicht gekauft. Das ist jetzt die Frage, wo krieg ich den Skin her? Genau. Muss ich doch irgendwo verwandeln. Oder? Sitzen hier und mach auf zum Beispiel Hut geben.
Ah, du musst auf die einzelnen Dinger gehen, okay. Warte mal. Ja, mein Hut habe ich. Ich habe ja so eine Maske. Haut ändern. Ah. Ach Gott. Muss bei jedem Gegenstand Haut ändern machen? Es sieht auf jeden Fall. Wenn ich gleich fertig bin, könnt ihr euch den mal angucken. Das sieht auf jeden Fall sehr. Interessant, Jetzt ist die Frage, wenn ich mir neue Klamotten anziehe. Guten Tag. Oh, Hilfe, ey. Also meins ist, wär, ist es ja nicht, ne? Olli, du musst mal gucken. Du müsstest selber auch genug Kohle haben. Ihr könnt die Sachen selber anziehen. Wir kriegen ja vom. Die haben uns ja Kohle gesponsert, glaube ich. Wahrscheinlich haben die nochmal nachgelegt, weil die neue Sachen gegeben haben, Marek. Naja. Deswegen hatten wir die. Marek. Zogi. Was bist du denn? Kann man das nicht irgendwie freischalten? Mhm. Ich habe eine 1. Verdammt! Jetzt stell dir vor, wir müssten so im Raid um die Ausrüstung würfeln. Oh Gott. So, ich bin fertig mit Essen. Und ja, ich bin so ein langsamer Esser. Ich bin wirklich langsam. Meine Oma hat die Sachen förmlich inhaliert. Und ich, naja. Erstmal ganz gemütlich essen. Ah, guck mal, Olli hat auch gesetzt. Olli, das, der Blick auf den Helm tut weh in den Augen, oder? Was soll ich auch mitmachen? Jetzt wird's frostig! Oh, meine Stimme. Gleich mal mache ich raus, raus, raus! Raus aus meinem Haus! Ich bin mal gespannt, wie viele Dekoteile da noch kommen. Ja, momentan echt wenig. Also ich hoffe auf Kleinscheiß. So wie eine Vase für da oben. Blumen und, ne? Richtig. Also Blumen habe ich gesehen, aber die kann ich noch nicht bauen. Also da musste ja wirklich hart grinden für die Beta, nur um die Dinger freizuschalten. Ja, das. Raus, ihr macht mir die Bude. Ich glaube nicht, dass man die Bude kaputt machen kann.
Es war jetzt Schrammel im Boden, aber ich glaube, die ist gleich wieder weg. Außerdem hat die Marek selber da reingemacht, glaube ich. Ne, das war Zugi. Zugi, du hast Marek eine Schrammel in den Boden gemacht. Oder? Ne, das war Marek selber, glaube ich. Ich mag den Wind. Oh. Und, alle abgekühlt? Achso, ich habe die dritte Fähigkeit noch gar nicht. Wie, was kann die denn? Ah! Aber die hier mag ich auch. Wupp! Ich glaube, bei F muss ich anvisieren, oder? Das weiß ich gar nicht. Das ist sehr enttäuschend, wenn das alles ist. So, Kinders, aber ich würde dann jetzt mal gerne... Denk dran! Ey, Marek, hör auf mit dem Stäbchen zwischen... Du weißt schon. Alter, jetzt haben wir gleich alle das Ding an. Dann können wir gleich noch ein Bild machen. Boah, das ist eigentlich so total hässlich. Das. Also das finde ich nicht schön. In schwarz-violett wäre es wahrscheinlich noch, oder schwarz-lila wäre es wahrscheinlich noch was anderes. Aber der Helm sieht halt komisch aus, ne? Ja. Der Rest geht eigentlich. Okay, pink. Das ist ja gelb-weiß-pink. Auch von Rosé oder so. Wie aus einem alten Actionfilm entflohen. So, ich würde aber sagen, kann man das Ding nicht färben? Weiß ich nicht, ob du Skins färben kannst. Wahrscheinlich schon, denke ich. Ja, weil wir legen ja, ich weiß ja, Klamotten müssen wir mal, was ist denn das jetzt schon wieder da oben? Für Zeichen, alles Zogi. Die Jungs machen wieder Blödsinn. Aber der Handschuh ist toll. Ja, der, wir sehen nichts. Wir sind blind, Olli. Wir machen alles nach Gefühl. Jetzt stell dir vor, du hast so eine Hütte und hast 30 Leute hier drin. Aber dann muss wirklich der Gastgeber jemand fast Bier oder so hinstellen. Das wäre ja auch so eine geile Sache, ne? Wenn du deine Leute dann in dein Haus einladen kannst und dann Essen und Getränke bereitstellen. Das wäre auch was. Aber Marek hat sich auch das kleine Haus in der hintersten Ecke ausgesucht, oder? Ja, was hast du gegen mein Haus? Das hat wenigstens einen kleinen Hof. Ich hab gedacht, du kannst hier noch ein paar Sachen hinpacken. So. Ja, ich glaube, es gibt da auch noch mehr Sachen, die du hinstellen kannst. Gibt's da nicht sogar, ja, dass du anbauen kannst und solche Sachen? Es gibt auch andere Häuser, die sind halt viel teurer. Da hast du aber einen zweiten Stock oder... Ja, ich war mir die kannst du dir ja alle angucken. Ja. So, aber nichtsdestotrotz
Ich werde dann jetzt mal umstellen. Haben sie die Kontrolle über das Gebiet jetzt schon bekommen? Nee. Da oben wird noch gekämpft. Ja, die Marodeure versuchen halt, sich das Gebiet klar zu machen. Ja. Ich muss auch dazu sagen, also ist ja Beta langsam vorbei, sind die Spielerzahlen halt erstmal gut gegangen. Entsprechend, ja. Ja, man muss auch erstmal, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Mal gucken, wie es dann auch wird, wenn dann die ganzen Streamer aufhören zu spielen. Meist gehen ja ein Teil der Communities dann auch. Rutsch, rutsch. So. Big Trouble in Little China. Der Kopf. Ja. Ja, so ein bisschen gemischter Stil, ne? Irgendwie habe ich so gefühlt, passt irgendwie der Helm zum... Weil du hast ein Rohr, du hast überall Flügel. Rohr. Du hast einen Horn, also zum Trinken. Flügelchen. Aber der Helm passt da irgendwie... Es wird den zu rendern und hochzuladen, das wird auch. Haha. 12 Stunden, das wird lustig. Ist Zugi wieder reingegangen? Jo. Der ist abgehauen. Hä? Der ist abgehauen. Ah, der ist abgehauen. Ja. So, dann stelle ich mal um.